wunderschönen guten Tag wünsche ich euch, meine Damen und Herren, ein herzliches Willkommen hier zu diesem neuen Video. Und der Titel ist tatsächlich wirklich wahr. Mir wurde tatsächlich ein Fangeschenk zugesendet. Ich habe es auch nicht erwartet, überhaupt nicht. Aber ich wurde dann gefragt irgendwann per Instagram-Message, ob man mir nicht ein Fangeschenk zusenden könnte. Und ja, hier ist es. Ich bin total erstaunt. Das Ganze kommt von dem lieben Boran. Und ich möchte nochmal riesiges, herzliches Dankeschön hierfür an dich richten. Und darin befinden sich sowohl einmal ein Geschenk und auf der anderen Seite befinde ich sich darin auch etwas, was ich dann mit ihm getauscht habe. Dann im Verlaufe des Gesprächs noch hatten wir ein bisschen geredet und er hatte mir etwas angeboten zum Tausch. Und das ist etwas, was ich schon sehr, sehr lange haben wollte. Und jetzt bin ich da tatsächlich rangekommen. Ich habe ihm dann auch was Gleichwertiges zugesendet. Und ja, so sind wir auf jeden Fall jetzt verblieben. Und das ist tatsächlich, da ist ein Geschenk drin. Und ich freue mich jetzt mal, das auszupacken. Und wir haben hier so Klebestreifchen. Das kann man tatsächlich auch einfach öffnen. Ich glaube, das ist, ja, das ist offen. Gut, hier auch. Das ist lustig. Okay, hey, cool. Das ist eine tolle Vorbereitung hier. Geht einfach auszupacken. So, hier oben war natürlich dann der Adressaufkleber drauf. Und ich bin jetzt mal sehr, sehr, sehr gespannt. So. Oh, hier. Eine kleine Nachricht. Hey, ich hoffe, alles ist heil und sicher angekommen. Hoffe, dir gefallen die Sachen. MFG Boran. Oh, das freut mich. Vielen, vielen Dank. Und hier oben ein grünes YouTube-Logo. Mein Kanal-Logo. Oh, das ist super cool. Vielen, vielen, vielen Dank auch für diesen kleinen Brief. Lege ich mal zur Seite. Genau. Und hier ist auf jeden Fall das, was ich mit ihm getauscht habe. Da habe ich sehr, sehr lange, also das ist ja jetzt im Moment, beziehungsweise auch bis letztens noch im Store gewesen. Ich glaube, jetzt gibt es das immer noch, dass man das gratis bekommt, wenn man jetzt für einen bestimmten Wert einkauft. Und das ist der Darth Vader Pod. Viele mögen ihn, viele mögen ihn nicht. Ist immer so eine Sache. Das ist halt die alte Darth Vader Figur. Ich finde den top. Und zwar aus einem Grund, der ist chrom. Der ist so chrom-silber, chrom-schwarz hinten drauf. Also um die ganze Umverpackung. Und ich finde das echt super cool. Das habe ich mit ihm getauscht. Und, okay, steht sogar drauf, Geschenk. Ja, ich glaube, genau. Von diesem hier wusste ich tatsächlich, das hatte er mir angeboten. Und das ist etwas, wo ich auch noch nicht weiß, was da drin steckt. Hier steht Geschenk drauf. Wir können das mal umdrehen. Und das ist nämlich die Finn-Minifigur, die FN2187 aus dem Polybag. Dieses, ich komme da gar nicht ran. So, hier könnt ihr das sehen, das ist diese mit dem Sand drauf, aus dem Polybag. Und das finde ich super cool. Ich hatte immer überlegt, ob ich meine auspacke oder nicht und habe mich das dann doch irgendwie nicht getraut. Und wollte mir nochmal irgendwann vielleicht eine kaufen, aber da hätte ich mich wahrscheinlich auch nicht getraut, die auszupacken. Und jetzt habe ich tatsächlich diese Figur bekommen und ich bin super, super glücklich. Deswegen vielen, vielen Dank dafür. Ich freue mich da riesig drüber. Also das ist total cool. Und jetzt kommt das zweite und das ist auch überraschend für mich. Das ist ein bisschen dicker. Geschenk. Und ich drehe es mal um. Halleluja. Wow. Oh mein Gott, okay, das muss ich mal eben öffnen, um das besser zeigen zu können. Und zwar, so, mal auskippen. Oh mein Gott, wow, das wäre doch nicht nötig gewesen, wow. Gut, wir haben einmal einen normalen Battle-Droiden, könnt ihr erkennen, genau. Ja, einfach mit einem normalen und einem gebogenen Arm. Dann haben wir hier einen, ich glaube, 212er, glaube ich, ist das. Oh, ich kenne mich mit diesen ganzen Klonnamen nicht aus. Es gibt dann diese Leute, die die ganze Armee dann aufzählen können. Ich kenne mich da nicht wirklich mit aus, aber ich liebe auch diese Klone. Von Umbara sind die, glaube ich, auch mit. Hier der auch, der Z95 Headhunter. Z95 Pilot, glaube ich, müsste das sein. Der Helm davon, super, super cool. Dann habe ich hier aus dem Adventskalender, aus welchem weiß ich jetzt gar nicht genau, müsste letztes Jahr gewesen sein, so dieser Transporter, der First Order Troop Transport, glaube ich, heißt der. Ziemlich nice. Ich habe ja auch die große Version davon. Und das ist ein wunderschönes Set. Ich liebe diesen Troop Transport einfach. Und hier haben wir einen Dino. Und ich weiß nicht, woher genau der stammt, aber der stammt aus irgendeinem sehr, sehr alten Set. Ich habe den irgendwann letztens mal gesehen. Das ist nicht Dino 2010, sondern das müsste noch älter sein. Irgendwann aus den 90er Jahren. Finde ich super, super nice. Und der ist einfach cute. Vor allem passt er natürlich dann auch zu dem jetzt erscheinenden Jurassic World Sets. Freue ich mich sehr. Ich packe das hier einfach nochmal alles hin. Ich möchte ein riesiges, riesiges, riesiges Dankeschön hierfür loswerden an Boran. Wenn du das Video siehst, vielleicht siehst du es ja, wahrscheinlich wirst du es sehen. Vielen lieben Dank. Das wäre auf jeden Fall nicht nötig. Ich danke dir. Ich danke dir wirklich. Genau, ich lege die Nachricht auch nochmal dazu. Ich habe tatsächlich überlegt, ich weiß es nicht, wie ist das bei euch? Ich wurde jetzt auch schon mal in den Kommentaren wieder gefragt, ob ich schon mal Fangeschenke bekommen habe oder so irgendwas.
Und falls ihr auch Interesse daran habt, mir irgendetwas zu senden, ist das bestimmt möglich. Ich habe schon länger mal darüber nachgedacht, ob ich mir einfach mal ein Postfach eröffne, wo man dann beispielsweise das für Gewinnspiele oder sowas nutzen kann, wenn man dann mal irgendwie eine Postkarte hinschicken. Ich weiß, die Klemmbaustein-Lyrik macht das immer und ich finde das toll. Das wäre natürlich was. Und dann kann man natürlich auch, wenn ihr Bock habt darauf, irgendwas zusenden. Und ich zeige das hier einfach im Video, stelle das ein bisschen vor, wie ich das jetzt gemacht habe. Ich finde das total nice. Deswegen vielen, vielen Dank dafür. Und ich überlege mal, ob ich ein Postfach eröffne und dann packe ich unten die Adresse in die Videobeschreibung. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr was hersenden. Ich freue mich auf jeden Fall immer. Aber ich möchte nochmal betonen, ich möchte hier niemandem irgendwelches Geld aus der Tasche ziehen oder sonst irgendwas. Deswegen, ihr müsst euch im Klaren sein, ich habe ganz schön viel Lego und wenn ihr etwas habt, was ihr mir gerne zusenden möchtet, dann dürft ihr das gerne. Aber ihr müsst überlegen, ob ihr das nicht selber vielleicht gebrauchen könnt. Ich freue mich auf jeden Fall über alles, was hier ankommt. Ihr könnt gemalte Bilder ansenden, was weiß ich. Ja, wenn das überhaupt klappt mit dem Postfach, wenn nicht, dann hat sich das eh erledigt. Aber ich versuche doch mal, was möglich zu machen und wäre natürlich super cool. Ich freue mich auf jeden Fall vor allem über diese Sachen. Vielen, vielen Dank noch einmal. Und ja, werde ich sehr viel Spaß damit haben. Und ich hoffe, du natürlich mit den Sachen, die ich dir hierfür geschickt habe, dann auch. Gut, das würde ich sagen, war es mit diesem Video. Ich danke ganz herzlich fürs Zuschauen. Ja, mein Name ist Patrick und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann, haut rein und ciao.